Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Beim letzten Mal war ich eigentlich am Ende einer Frage angelangt, deren Antwort letztlich, ich weiß es nicht, ist, ne? Wie stehst du zum Tyrannenmord? Am Ende war meine Gegenfrage, ne? Also wenn wir jetzt den Ausdruck die Perlen nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht von den Hunden zerfleischt werden. Wenn wir diesen Spruch von Jesus so verstehen, dass man manchmal eben doch die Seinen schützen muss und dazu durchaus in der Lage und auch bereit sein muss, sich zu wehren und zum Beispiel auch einen Tyrannen zu ermorden. Wenn wir diesen Spruch so verstehen, dann kann es ja auch umgekehrt eine andere Form von Designigen zu beschützen zu sein. Ihr müsst jetzt aber auch noch nicht auf das Schlachtfeld, in dem es um Weltfrieden geht und darum, um die Tyrannen zu morden. Ihr müsst jetzt noch nicht auf das Schlachtfeld. Vielleicht ist es ein bisschen zu früh dafür und ihr dürft noch für 3, 5, 10 Jahre eure Zen-Kissenschlachten hinter den geschützten Klostermauern, die es bekanntlich in Antalya gar nicht gibt. Ne? Also alle reden immer von den Klostermauern, aber es gibt in den meisten japanischen Klöstern gar keine richtigen Mauern. Ne? Zumindest nicht in Antaichi. Wie dem auch sei, ne? Ich hatte da eine Gegenfrage gestellt. Wenn du die Wahl hast, die Erleuchtung widerstandslos den Hunden zum Fraß vorzuwerfen oder sie geschützt von den Klostermauern ihre Kissenschlachten ausfechten zu lassen, welche Option ziehst du vor? Ist das die Frage? Willst du das von mir wissen? Und als ich das fragte, erwiderte die Fragestellerin: Die Frage so zu stellen, bereitet mir etwas Unbehagen. Ich bin nicht der Meinung, dass Erleuchtung nicht in Antaiche zum Wecken durch die Gänge laufen darf, weil es eine richtigere Alternative gibt. Meine Frage ist daher so in die Richtung: Gibt es einen Punkt in der Zen-Ochsen-Tour, ab dem einem klar wäre, dass einem die Erleuchtung in Antaiche abhanden kommen würde, wenn es bedeutete, sie nicht den Hunden widerstandslos zum Fraß vorzuwerfen? Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Frage wirklich verstehe, aber wenn ich sie verstehe, dann ist die Antwort vermutlich nein. Also es gibt keine Anleitung für das neue Spiel, nachdem du zurückkehrst an den Spieltisch. Das habe ich ja schon vor ein paar Tagen gesagt, ne? Avalokiteshvara spielt, aber es gibt keine Anleitung zum neuen Spiel des Bodhisattva. Aber jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen und vielleicht auch versuchen, jede der kommenden Fragen ein bisschen kompakter zu beantworten. Ihr kennt mich, aber selbst meine eingefleischten Fans, ne, werden langsam ein bisschen gelangweilt sein von dem Geschwurbel. Nächste Frage. Servus, Alter. Ich beschäftige mich seit längerem mit Sawaki und habe eine Frage. Denkst du, dass er einen Traum hatte? Ich meine damit keinen Traum im Schlaf oder so, sondern einen Lebenstraum. Die zweite Frage ist: Was ist eigentlich Respekt? Und hatte Kodo Respekt vor irgendetwas? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Ich küsse dein Herz, Brudi. Ja, also wie so oft, wenn das wirklich eine Frage ist, die dir wichtig ist, stell sie dir selbst, ne? Du hast dich schon seit längerem mit Sawaki beschäftigt, hast vermutlich ein paar Bücher gelesen. Denkst du, dass er einen Traum hatte? Ein Lebenstraum, kommt er so bei dir an? Und die Antwort ist vermutlich entweder ja oder nein oder ich weiß nicht genau, ne? Aber selbst wenn die Antwort ist, ich weiß es nicht so genau, ne? Warum fragst du mich? Was interessiert dich meine Meinung dazu?
Lies den Sawaki einfach nochmal, wenn es dich wirklich interessiert. Aber wenn du jetzt drauf bestehst, auf meine Meinung, bei mir kommt der Sawaki nicht so rüber wie einer, der seinen Lebenstraum verwirklichen wollte. Ne? Der, also auf Maslows Bedürfnispyramide, ne, und dann am Ende sich selbst verwirklichen und den ganzen Blödsinn, ich glaube, da war der schon einen Schritt weiter, ne? Sich selbst verwirklichen, Lebenstraum verwirklichen, das war nicht Kodos Ding, ne? Die zweite Frage ist, was ist eigentlich Respekt? Gute Frage, ne? Brudi, Alter, was ist eigentlich Respekt? Und hatte Kodo Respekt vor irgendetwas? Im Englischen wird Kodo immer wieder irreverent genannt. Und irreverent, das englische Wort, kann man wohl auch als respektlos übersetzen. Aber wie gesagt, ne, ich weiß nicht, wie er bei dir rüberkommt. Bei mir kommt Kodo weniger als respektlos als ehrfurchtslos rüber. Ne? Der hatte keine Ehrfurcht vor irgendwelchen Scheinheiligkeiten. Aber ich glaube, kaum einer hatte so viel Respekt vor Sazen wie Kodo. Ne? Das war ihm todernst. Ne? Das nahm er wirklich ernst. Und das verstehe ich unter Respekt. Dass du eine Sache wirklich ernst nimmst. Und Kodo hatte Respekt vor Sazen, er hatte Respekt vor Dogen, vor dem Dharma, dem Buddha. Das war ihm todernst. Er hatte halt keine Ehrfurcht vor Dingen, vor denen anderen Menschen scheinbaren Respekt haben. Ne? Weil ich kenne mich da zwar nicht so aus, aber alle glauben, dass, was weiß ich, der Dalai Lama total heilig ist. Also bin ich jetzt respektvoll vor dem Dalai Lama. Ne? Also diese Art von falscher Ehrfurcht, die findest du beim Kodo nicht. Aber da brauchst du eigentlich nicht mich dafür, um dir das zu sagen. Das sollst du eigentlich selber rausfinden können, wenn du dich mit Sawaki tatsächlich seit längerem beschäftigt hast. Weiter. Nächste Frage. Hattest du in deiner Zeit als Abt mal die Gelegenheit, Ekiho Miyazaki zu treffen, kennenzulernen? Der war bis vor, ich weiß nicht, im Jahrzehnt oder so, der Hauptabt im Eheji, ist dann im Alter von 105 Jahren gestorben. Als ich zum Abt wurde von Antaiji, war er, glaube ich, schon über 100. Und wenn man Abt wird, dann muss man auch in Eheji vorbei, ne, besuchen, beziehungsweise davor, um überhaupt das Zertifikat zu bekommen, das man braucht, um Abt zu werden. Ne? Und wenn man Glück hat, dann kann man bei der Gelegenheit auch den Äbten begegnen. Allerdings hatte damals weder der Miyazaki im Eheji als auch der Itabashi im Soji die Zeit. Ne? Also die waren zu beschäftigt. Beziehungsweise Miyazaki, der war schon über 100, der brauchte immer ein Unsui oder zwei, um ihn dann im Rollstuhl rumzukarren. Der hatte Besseres zu tun. Ne? Also ich kenne ein, zwei von den Unsuis, die damals die Aufgabe hatten, ihn im Rollstuhl rumzukarren. Ne? Das war keine einfache Aufgabe, auch weil er eben auch im hohen Alter noch beschäftigt war und gereist ist. Ne? Insofern, ich bin ihm nie begegnet. Insofern kann ich auch die Frage, was denkst du von ihm, nicht beantworten. Ne? Der Fragesteller sagt, für mich ist er ein echtes Vorbild. Also du kennst ihn offenbar besser als ich, schön für dich. Ne? Dann brauchst du eigentlich auch nicht mich, um dir da mehr zu sein. Ne? Also offenbar kennst du den Ekio Miyazaki gut genug, um ihn zu deinem Vorbild zu erklären. Noch ein kleiner Anhang vom selben Fragesteller. Wer würdest du sagen, waren die einflussreichsten Meister für das japanische Zen und was hältst du von den aus westlicher Sicht doch recht radikalen Askesen der Praktiken der Tendai? Also der mit Abstand einflussreichste Meister für das japanische Zen ist mit Sicherheit der Buddha Shakyamuni. Ne? Dann gibt es natürlich noch den Bodhidharma, der das Zen von Indien nach China gebracht haben soll. Dann gibt es den Rinzai und den
Tosan und es gibt den, im Soto gibt es den Dogen und es gibt den Esai und den Hakuin und Bankei und Sawaki und DT Suzuki, keine Ahnung. Wen interessiert's? Mach dich selber schlau bei Wikipedia und radikalen Askesen bei Tinder. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Fragesteller den Miyazaki, obwohl er ihn zum echten Vorbild erklärt, nur aus vielleicht einer Doku aus dem Fernsehen oder vom YouTube kennt, ne? Und diese recht radikalen Askesenpraktiken des Tendai, das hat er wahrscheinlich auch irgendwo mal in einem Clip gesehen. Ne? Also Tendai ist nicht besonders asketisch. Es gibt bloß, und das ist sehr berühmt und wird deshalb auch oft immer wieder so im Fernsehen gezeigt. Auf Japanisch heißt es Senichi Kaiho. Da wird der Berg, auf dem der Haupttempel ist, Hiesan heißt der, tausendmal. Also nicht immer derselbe Kurs. Ne? Es gibt da so verschiedene in Anführungszeichen, Kurse. Ne? Zum Teil bis zu 80 Kilometer lang, die der Mönch an einem Tag zurücklegen muss. Und er macht das tausendmal im Lauf von 10 Jahren. Ne? Also er hat mehr als 3000 Tage. Und an 1000 von denen macht er diese langen Wanderungen. Er macht auch andere Praktiken. Und das ist tatsächlich recht asketisch. Allerdings machen das nicht alle Tendai-Priester, sondern alle 10 Jahre oder so macht das mal einer. Und der ist dann total berühmt, wenn er das gemacht hat. Dann ist er überall im Fernsehen zu sehen und er darf ein Buch schreiben. Und wenn du das auch machen willst, dann musst du dich da mal bewerben, ne? Und im Tendai ordinieren. Ich selber habe das natürlich nicht gemacht, kann dazu nichts sagen. Und es ist sicher nicht nur aus westlicher Sicht recht radikal.